Zuallererst möchte ich uns gemeinsam viel Erfolg im Kampf für mehr Ruhe, im Kampf gegen Abgase und im Kampf gegen die weitere Erweiterung des Flughafens wünschen. Und die Auflagen für diese Demonstration mitteilen. Die Auflagen sind, dass wir keine Driller zeigen, keine Rosuela und keine Brennfluchtdröhnen haben dürfen. Das ist natürlich ein Witz gegen den Lärm, der rings und 18 Stunden rund um die Uhr fast über unsere Köpfe fliegt. Und wir hier werden mit Beschränkungen und letzten Endes auch mit Restriktionen versehen. Dagegen wehren wir uns natürlich. Und leistungsfähige Arbeiter und Menschen. Ich wünsche mir, dass Politiker glaubwürdig werden, nicht nach Wiederwahl schielen, nicht den Lobbyisten das Feld überlassen, sondern ganz einfach, wie einst gedacht, den Willen des Volkes umsetzen. Ich wohne in Mainz-Bettenheim und es ist einfach sehr laut und es ist einfach zu viel. Wir werden schon um 5 geweckt von den Flugzeugen und es geht bis nachts um 11 und es ist einfach bei Ostwind nicht auszuhalten. Es geht hier um das Wohlbefinden und um das Leben der Menschen hier in dieser Region und das muss als oberstes Ziel über allem stehen und nicht die wirtschaftlichen Interessen. Politiker, die eigentlich in Führungspositionen sind, die müssen schon so sein, wie sie sind, also korrupt, beeinflussbar, die wollen wiedergewählt werden, die verdienen eine Menge daran und ich freue mich eigentlich, dass immer mehr Leute jetzt sich trauen, auf die Straße zu gehen und laut zu schreien, zum Beispiel die Bahn muss weg. Wir demonstrieren für unser Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit und dafür, dass wir eine Zukunft wieder haben im Rhein-Main-Gebiet. Die wird jetzt gerade genommen. Ich habe nur immer gehört, Arbeitsplätze. Und das kriegen Sie doch mit, was für Arbeitsplätze. Leiharbeiter. Und die richtigen Leute stellen Sie nicht ein, wo sie hingehören. Fluglotsen und so weiter. Also das bringt was, auf jeden Fall. Und so lang machen wir weiter. Wir haben letztes Jahr 6 Montagsdemos gemacht. Und jetzt die erste. Und die Politik muss reagieren. Denn wenn sie noch weiter Politik machen möchte, muss sie auf die Bürgerinitiativen zugehen. Und das erste Gespräch war ja mit der Luftverkehrswirtschaft. Und dann wollte sie eigentlich keines mehr, weil sie gedacht hat, sie könne das aussitzen. Aber die Bürger wissen ganz genau, mit uns nicht. Und wir sind so freundlich, nehmen das Gespräch an. Aber mit ganz klaren Forderungen, die da lauten, Revision, Rücknahme vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen das Nachtflugverbot. Das zweite ist die Stilllegung der Bahn und das dritte ist eine Deckelung der Flugbewegung. Wir haben nichts vergessen. Das ist ein gewisser Holger Tauger, SPD. Damals sagte, nachdem er die Stadt am Westen durchgebrüllt hat, kein Baum wird mehr fallen. Wir wissen genau, dass die Einladung von Herrn Bouffier ein Manöver ist, um in der Öffentlichkeit nicht gänzlich als Durchpeitscher einer menschenverachtenden Landebahn dazustehen. Dieser Flughafen wächst wie ein Krebsgeschwür und er wurde immer von der Lobby der Betreiber und von den durchsetzenden Parteien immer weiter in die Realität gegossen. Die einzigen, aber auch wirklich die Einzigen, die konsequent dagegen waren
und weiter dagegen opponieren werden, sind die Leute, die betroffen sind, sind die Bürger und Bürgerinnen des Rhein-Main-Gebiets. Und die Einzigen, auf die wir uns wirklich verlassen können in der Auseinandersetzung, das sind wir, die wir hier stehen. Ich glaube, die Leute wurden nach der Einweihung der Landebahn kalt erwischt. Sie hatten einfach nicht mit dem Krach und mit den Abgasen gerechnet, die jetzt auf sie runterkommen. Das heißt, die Leute sind buchstäblich jetzt erst aufgewacht und sind jetzt bereit zu kämpfen. Und die Losung Stilllegen der Bahn, die kommt ja von den Leuten selbst. Die Gesundheit geht vor Profit. Die Achtung des Artikel 2 des Grundgesetzes der körperlichen Unversehrtheit, das wollen die Leute wissen. Und nicht nur eigentlich in der Bundesrepublik, sondern überall. Und die Politik muss darauf reagieren. Wenn sie nicht darauf reagiert, dann hat sie das verwirkt. Am besten ist, man wählt sie nicht mehr. Die IG Metall Frankfurt ruft auf zu den Demonstrationen. Heute ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund auf zu den Demonstrationen und auch der BUND. Das gab es vorher noch nie in dieser Komplexität. Und ich denke, alle drei Organisationen repräsentieren allein hier im Rhein-Main-Gebiet 100.000 Menschen. Und die Gewerkschaft weiß auch, warum sie das macht, weil nämlich die Kolleginnen und Kollegen am nächsten Tag an der Maschine oder im Betrieb stehen müssen. Und zwar nicht gehenderweise, sondern ausgeschlafen. Und umso ausgeschlafener jemand ist, umso produktiver ist er. Wir werden jeden Montag da sein, bis sich die Politik bewegt. Wir werden gucken, wie wir den Druck weiter aufbauen bis zu der Entscheidung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Wir wollen, dass die Revision zurückgenommen wird. Wir werden uns aktiv in den Wahlkampf, in den Oberbürgermeisterwahlkampf in Frankfurt einmischen. Wir werden das aktiv auch in Mainz machen und da muss man gucken. Also die Bürgerinitiative steht da so gut wie noch nie eigentlich.